So, heute geht es um den Ramstart und die Countermeasures. Warum diese zwei Themen? Naja, funktional haben die zwei Sachen im Prinzip nichts miteinander zu tun, aber die Bedienung ist quasi identisch. Bevor wir anfangen, zeige ich zunächst wieder die Tastenbelegung, die zumindest ich gewählt habe. Countermeasures oder die Ramstart-Behälter droppt man mit dieser Funktion, und ich habe mir das hier noch gebindet, um die Abdeckung zu öffnen und zu schließen. Ich zeige das Ganze einmal physisch im Cockpit. Vor dem Throttle Stick befindet sich diese rote Abdeckung. Die kann ich mit der Tastaturbelegung, die ich gewählt habe, öffnen und schließen, und wenn der Knopf gedrückt wird, dumpe ich Countermeasures oder die Ramp-Start-Behälter. Okay, wo befinden sich die ganzen am Flugzeug? Da haben wir hier auf der Nummer 6 Behälter und den Countermeasures-Pod oder die Take-Off-Rockets. Wozu braucht man diese Take-Off-Rockets? Die Take-Off-Rockets sind sehr, sehr nützlich, wenn man schwer beladen ist, also zum Beispiel über diesem Maximalgewicht, was man gerade bei einer schweren Air-to-Ground-Konfiguration schnell mal erreichen kann. Und um dann noch bequem abzuheben, empfiehlt sich, diese Take-Off-Rockets mitzunehmen. Und klar, wenn man in den Air-to-Air-Combat möchte, am besten Fall Countermeasures. Das ganze Air-to-Air-Setup ist auch nicht so schwer, dass man einen Rocket-Pod bräuchte. Okay, dann wählen wir mal den Rocket-Pod aus, um das zu demonstrieren. Warten kurz, bis der dran ist. Ich zeige auch mal, wie der außen am Flugzeug aussieht, wenn es gleich soweit ist. Wir haben hier den wunderschönen argentinischen Skin. Der MiG ist momentan also mit mein Favorite. Sieht man schon was? Nein. Okay, da sind sie. Rearming complete. Okay, also hier sieht man recht gut die Take-Off-Rockets. Damit werde ich den Startup durchführen und wir sehen uns gleich. Damit zurück, wir stehen jetzt auf dem Rollfeld und ich werde mal die Rockets demonstrieren. Noch kurz, die Abdeckung ist jetzt noch drauf. Ich werde die Abdeckung runternehmen, um später nach dem Starten die Rockets einfacher zu dumpen. Und vorm Start könnt ihr hier nochmal checken, ob die zwei Schalter oben sind, damit die Rocket Pods auch auf jeden Fall funktionieren. Die werden sich automatisch zuschalten, ich muss dafür nichts weiter tun. Ihr könnt ja mal hier unten auf die Speed-Anzeige schauen, um zu sehen, wie viel schneller oder wie viel mehr Schub ich jetzt gleich haben werde beim Starten. Wow, und dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal. Voller Nachbrennereien. Ich versuche das Flugzeug zu halten. Release. Jetzt der Knall und sie haben gezündet. Unten die Speedanzeige geht komplett ab. Und wir haben mehr als genug Schub, um hochzukommen. Okay, Fahrwerk rein. Ich werde das Flugzeug mal kurz trimmen. Okay, von außen kann man das jetzt sehen. Ich werde die gezeigte Taste betätigen und sie fallen ab. Also hier vorne sieht man es auch nochmal physisch. Ich habe hier gerade eben den Button gedrückt und sie fallen ab. Das war's eigentlich schon zu den Rocket Pods. Wir sehen uns gleich dann wieder für die Countermeasures. So, jetzt kommen wir noch zu den Gegenmaßnahmen. Ähnlich wie die Rocket Pods sitzen diese auch hier hinten am Ende des Flugzeugs. Per Betätigen des gezeigten Buttons werfe ich zwei Jeffs und zwei Flares, glaube ich. Wichtig zu beachten ist, dass nur 20 von diesen Ladungen vorhanden sind. Also ich zähle meistens ein bisschen im Kopf mit, wie viele Flares und Jeffs ich gerade gedumpt habe. Also zum Beispiel 1, 2,
im Cockpit bekommt man das eigentlich ganz gut mit. Und zum Raketendefenden verwende ich meistens so 2 bis 3 Stöße. Ja, das war's eigentlich schon zu diesen beiden Themen. Ich denke, es war nicht besonders umfangreich und hoffe, es ist hilfreich.